Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Clara Fiorella Teschner. Sie ist Founder und CEO von MyClarella. Wir werden darüber sprechen, warum sie MyClarella als Wellnessunternehmen bezeichnet, was ihre größten Herausforderungen auf ihrem bisherigen Karriereweg waren und noch ganz vieles mehr. Also, ich würde sagen, wir gehen sofort rein ins Gespräch. Liebe Clara, schön, dass du heute da bist. Danke, dass ich da sein darf. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Wir zeichnen das Ganze ja per YouTube, auch per Video auf und spielen das Ganze auch auf YouTube aus. Das heißt, ihr könntet jetzt, wenn ihr nicht gerade vielleicht beim Autofahren seid, könntet ihr auch mal rüber switchen zu YouTube auf unserem K5-Kanal, könnt das Ganze auch per Video verfolgen. Und Clara hat ja auch was mitgebracht, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Das werden wir uns aber später anschauen. Jetzt erstmal zum Einstieg, liebe Clara. Eine bisschen andere Frage, würde ich mal sagen. Und zwar, mit welchem Satz würde deine Biografie beginnen? Erfolg auf Umwegen. Erfolg auf Umwegen, das ist schon mal ein zum super Erfolg gutes, auf Umwegen. Ein super gutes Beginning, weil wir haben uns ja im Vorgespräch schon kennengelernt und du hast so ein bisschen auch von deinem ganzen Werdegang erzählt. Und ich würde mal behaupten, dieser Karriereweg ist jetzt nicht so der geradlinigste Karriereweg. Magst du uns vielleicht mal in einem kurzen Umschwung sozusagen mal mitnehmen, wie denn eigentlich alles begonnen hat im Sinne von, was hast du studiert, was hast du dann gemacht und wie bist du dann rechts und links abgebogen? Sehr gerne. Studiert habe ich im Bachelor Musikbusiness an der Pop-Akademie in Mannheim. Habe das abgeschlossene Studium mit Schwerpunkt eben Management. Also es ist im Prinzip ein BWL, abgeschwächter BWL-Studiengang, spezialisiert auf die Musikindustrie. Und war da eigentlich auch sehr glücklich in der Musikindustrie. Und es war eben meine Passion. Die meisten, glaube ich, die in der Musikindustrie landen, sind passionierte Musiker, die aber irgendwie erkannt haben, auch für mich ist so der klassische Musikerkarriereweg nicht das Richtige oder sie haben nicht genug Talent, wie vielleicht auch in meinem Fall. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich eben die Business-Seite mit. Hatte also immer schon eigentlich ein großes Interesse für die Business-Seite, das Unternehmerische hinter etwas Kreativem, sage ich mal. Und habe dann aber im Studium gemerkt, habe es abgeschlossen und im letzten Semester, in den letzten zwei Semestern gemerkt, dass mir das irgendwie nicht so ganz reicht nach verschiedenen Praktika, weil eben die Musikindustrie so toll wie sie ist und so glamourös wie sie scheint, ist sie schlecht bezahlt, viel Arbeitszeit und man die Stellen, wo es wirklich richtig viel Spaß macht, auch tatsächlich auf einer finanziellen Ebene, gerade als Frau, auch im Hinblick auf spätere Familienplanung und Co., muss man schon richtig, richtig weit oben landen, um dort, dass sich der ganze Aufwand lohnt, sage ich mal, den man tagtäglich an die Frau bringt. Und habe dann mich schon eigentlich immer für Jura interessiert, ist mir aber ehrlich gesagt nicht zugetraut. Mein Abi war jetzt auch, war gut, aber war nicht so überdimensional. Und habe dann aber gesagt, okay, jetzt mit einem Vorstudium und mit einem klaren Schwerpunkt auch, was ich im Recht machen wollen möchte, nämlich Urheberrecht und Intellectual Property eben und Patentrecht, kann ich das eigentlich gut verbinden zusammen mit Musikbusiness. Und habe das dann auch gemacht, habe dann Jura studiert. Bin dann dank dieser Kombi aus Musikbusinessstudium und Jura bei der Legal-Abteilung bei Universal gelandet in Berlin und hatte da eigentlich auch einen ganz schönen Weg für mich geebnet und es hat mir auch total viel Spaß gemacht und dann bin ich eben so nach der Hälfte vom Studium ungefähr schwanger geworden. Und da kam dann wahrscheinlich so der erste Einstieg in, wo meine Karrierelaufbahn eine andere Wendung genommen hat, als ich es geplant hatte und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich aber eigentlich weiter studieren will und dass ich es zu Ende machen möchte auch. Das war der Plan. Habe mich dann eingeschrieben mit kleinem neugeborenen Baby bei der Fernuni und habe gesagt, ich mache es aber entspannt, erstmal ohne Druck. Guck mal, wie es jetzt alles klappt mit Kind und mache dann eben ganz entspannt weiter. Und dann kam eben durch meine ganze Situation mit Baby dann irgendwann mal MyClarella. Und so kam im Prinzip das Ganze auf Umwegen. Vielleicht noch zum Kontext. Ich habe immer viel freiberuflich gearbeitet im Bereich PR, im Bereich Marketing, Social Media und hatte auch verschiedene Online-Shops schon mal vorher, aber eben auf einer ganz kleinen Ebene. Habe mich da kreativ ausprobiert, hatte mal so einen Secondhand- und Vintage-Shop aus mit Kleidung und Accessoires aus Italien und habe mich da im Prinzip schon so ein bisschen mit dem E-Commerce-Thema beschäftigt, komme aber weder aus dem klassischen betriebswirtschaftlichen Kontext und bin, würde ich sagen, nicht die Gründerin, die gegründet hat, um zu gründen. So kam das überhaupt nicht bei mir zustande. Ja. Du hattest gesagt, du hast dich dann mehr so auf die Business-Seite geschlagen, weniger dann auf die künstlerische Seite.
weil du meintest, dass da vielleicht das Talent gefehlt hat. Das hast du selber gesagt. Ich will es dir gar nicht irgendwie in den Mund legen. Hast du gesungen oder hast du selber ein Instrument? Ich habe gesungen, Klavier gespielt, Songs geschrieben, aufgelegt auch lange, auch dann noch während dem Studium, eigentlich auch noch mit Baby, dann auch noch in den ersten 2 Jahren. Dann kam Corona und hat natürlich die ganze Kulturszene erstmal brachgelegt. Und seitdem habe ich ehrlich gesagt nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr die Zeit, mir die Nächte um die Ohren zu schlagen, weil die schlage ich mir schon anderweitig um die Ohren. Und demnach hat sich so ein bisschen verlaufen. Ich hatte auch verschiedene Bands und hatte auch schon Songs veröffentlicht. Also es war schon auf so einer Newcomer-Ebene nicht groß bekannt, aber ich hätte da schon weitermachen können, hatte ja auch den Business-Background, wie ich es im Prinzip angehen kann und die Kontakte. Aber man muss schon sagen, es ist natürlich wie auch im E-Commerce und in jedem anderen Industriefeld, es ist einfach eine unfassbare Konkurrenz. Und gerade als Frau in der Musikindustrie, wenn man nicht sehr, sehr jung Karriere macht, dann ist die Laufbahn nicht allzu lang. Und somit war dann irgendwann mit Mitte 20 klar, also wenn es bis für mich zumindest realistisch betrachtet, da hatte ich immer ganz guten rationalen Anteil zu meiner kreativen Seite. Wenn es bis jetzt nicht geklappt hat und jetzt habe ich ein Kind, muss ich vielleicht da das auch nicht mehr als berufliche Laufbahn weiterverfolgen in dem Sinne. Und wer weiß, du weißt es ja selber ganz gut, man kann auch mal rechts und links abbiegen und der Weg verändert sich auch. So ist und es. Vielleicht kommt da ja auch noch was, man weiß es ja nicht. Und nutzt du aber das Musikmachen zum Beispiel auch so als Freizeitausgleich aktuell? Leider gar nicht mehr, aber es fehlt mir sehr. Also das muss ich schon sagen, aber ich habe aktuell auch wirklich realistisch keinen Freizeitausgleich. Es ist die Downside von Solo-Gründen und in den Anfängen des Startups sein. Ohne riesen Investment hinten dran ist es einfach, ich arbeite 24/7, so es macht Spaß, es ist meine neue Leidenschaft, aber der Ausgleich fehlt mir schon und es ist auch eines meiner Vorsätze oder meiner Ziele für die nächsten 1-2 Jahre, das wieder als Hobby zu integrieren in mein Leben, Sehr gut. Dann hast du es jetzt ausgesprochen im Podcast. Schauen wir mal, wie es am Ende des Jahres aussieht. Man soll seine Ziele ja öffentlich verkünden. An, Clara. Genau. Wie kam es denn jetzt aber, wann und wie kam es denn jetzt aber zu Mai Clarella? Ja, mein Sohn ist 2019 auf die Welt gekommen und also im Mai 2019 und Anfang 2020, also so dabei knapp ein halbes Jahr, war ich irgendwie nachts mal wieder wach, weil stillen, Baby und Co. und konnte nicht mehr einschlafen und habe mich durchs Netz gescrollt und war immer noch, man sagt, das Wochenbett, also das Thema, was Mai Clarella ja als Hauptfokus hat, die Zeit nach der Geburt geht so circa 6 bis 10 Wochen. Aber wenn man da mal durch ist, weiß man, das Wochenbett kann auch länger gehen. Es kann auch Monate gehen, wenn wir uns rein die mentalen Gegebenheiten angucken, was einen als Frau eben mental beschäftigt danach. Und das hat sich bei mir natürlich lange gezogen, wie bei ganz vielen Frauen auch, und war eben nicht nach 6 Wochen beendet und ich war wieder die Alte. Und so war ich irgendwie nachts wach, habe verschiedene, ich weiß nicht mehr genau, was ich gegoogelt habe, aber bin halt so durchs Internet gescrollt, auf der Suche nach Ratschlägen und Orientierung, würde ich fast schon sagen, in dem neuen Leben und in meiner neuen Identität. Und kam dann auf ein amerikanisches Unternehmen, das sich als Fokus damals eben 2019 gelauncht, das Wochenbett ausgesucht hat und dazu Produkte gelauncht hat, tolle Aufklärungsarbeit gemacht hat und habe dann gesagt, irgendwie komisch, dass das hier keiner macht und dass es überhaupt kein Thema ist und wie genial, dass die solche Produkte machen und dass sie sich auch nur auf dieses Thema spezialisieren, weil Schwangerschaft, Stillen und Co. ist natürlich seit den 80ern, 70ern sehr stark besetzt und ist auch irgendwie überall vertreten, aber so gerade das Thema war irgendwie gar nicht in irgendeiner Form abgehandelt, weder mit Produkten noch mit Aufklärung. Und habe mich dann da so ein bisschen inspirieren lassen und irgendwas in mir, ich kann dir nicht genau sagen was, kam gar nicht auf die Idee, nur zu sagen, ich bestelle mir die Sachen und ich folge da jetzt und werde Teil der Community, sondern das war irgendwie direkt sehr naiv in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung mit Mitte 20 und frisch geborenem Baby gefühlt auf dem Arm. So, ich mache das einfach. Irgendwas in mir hat gesagt, ich probiere das einfach mal. Und habe dann relativ schnell, ohne große Strategie, ohne irgendwie eine Überlegung, was das alles bedeutet im Nachgang, also mit sehr viel unternehmerischer Naivität schon fast, würde ich sagen, bin ich irgendwie da reingestolpert, so in diese Idee und dann im Prinzip in den heißen Wunsch zu sagen, das fehlt auch einfach bei uns und ich will da was auf den Markt bringen, wo ganz viele Frauen diesen Aha-Moment haben können, den ich gerade hatte. Welche Produkte habt ihr denn
Sortiment. Also aktuell, jetzt haben wir ziemlich viele, aber um es so in Kategorien abzuhandeln, mhm. wir haben Hygieneprodukte von Binden über Stilleinlagen über Intimduschen. Wir haben jetzt auch neu bald unsere Naturkosmetik. Mhm. Wir haben auch im Ernährungsbereich was, also Tee zum aktuell noch und auch Unterwäsche, wo wir sehr stark sind aktuell auf dem Markt. Ja. Mhm. Und mit welchen Produkten seid ihr denn gestartet oder wie war der Start? Habt ihr erstmal so ein bisschen Richtung, naja, mal schauen, was überhaupt auf dem Markt gebraucht wird, wo die Nachfrage da ist? Ich meine, gut, wo die Nachfrage da ist, ist irgendwie so ein bisschen klar, ne? Aber ja. wie bist du da vorgegangen? Vielleicht ist es auch mehr mit, weil du sagst ja schon, es ist auch sehr mit gesellschaftlicher Aufklärung verbunden, also auch sehr mit viel mit Content und auch Beantwortung von Fragestellungen, die ja eher so hinter, ne, zu Hause so ein bisschen mit ein paar Freundinnen irgendwie drüber gesprochen wird, aber jetzt nicht gerade groß gesellschaftlich, beziehungsweise ich habe immer das so das Gefühl, mit der Generation von unseren Eltern wird da nicht darüber gesprochen. Da wird eher so mit gleichaltrigen Freundinnen drüber gesprochen, wie das eigentlich so ist, wie so eine Geburt wirklich abläuft. Oder wenn sie vorbei ist, dann spricht man vielleicht mal drüber. Ja, so, genau. War es so schlimm wie bei uns? Ja, ja, genau. Ja, also letztendlich war es für mich ganz klar, dass ich mit einem Paket auf den Markt möchte, weil ich, aber es war gar nicht so strategisch, also wie du jetzt sagst, mit Nachfrage und wie man vielleicht oder wie ich jetzt, wenn ich neu gründen würde, mit all der Erfahrung würde ich natürlich so rangehen, erstmal vielleicht ein paar Umfragen machen, aber dadurch, dass ich gerade so tief in der Problematik war und da selber gerade durch bin durch dieses Problem und gesehen habe, wie die Reaktion war bei der amerikanischen Konkurrenz, sage ich mal, oder dem Vorreiter in den Kommentaren, die Community, wie die reagiert haben, wo auch Kommentare waren aus Deutschland, wann gibt's euch in Deutschland? Und das ist ja so ein sehr klares Zeichen, da geht der Trend hin. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, wo wahrscheinlich eine meiner Stärken liegt in dem kompletten Bereich E-Commerce und Produkt, ist, dass ich relativ früh Trends erkenne, bevor sie schon akzeptiert sind, sage ich mal, oder Mainstream geworden sind, weil ich ganz viel Verschiedenes zusammenbringe, ganz unterbewusst. Und ich hatte dann mit meinem Freund auch viele Unterhaltungen drüber, weil er sehr klassisch rangehen wollte, so nach dem Motto, so, ja, aber sprich doch erstmal mit irgendwie 20 Frauen, frag doch erstmal. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt einfach, ich mache 100 Boxen, dann habe ich so Boxen bestellt, brauner Papierkarton, ich hatte keinen Invest für schönes Packaging, es war wahrscheinlich auch alles nicht ganz konform zu irgendwelchen Herstellungs- Kennzeichnungspflichten, was weiß ich, aber es war ein Prototyp, einfach mal um zu testen, kommt es tatsächlich dann wirklich so an, und es waren eben dann 100 Boxen, wo ich die Einzelprodukte, damals Intimdusche, Unterwäsche, Eintee und noch Kühlbinden haben wir auch, selbstkühlende Binden, die habe ich da reingepackt und hatte eben dann genau genug Geld für irgendwie 100 von diesen Boxen. Sticker drauf, auf den Dachboden gepackt, Instagram aufgemacht, Online-Shop aufgemacht und dann gepostet. Und es war ganz interessant, weil dadurch, dass ich 25 war oder 26 dann, hatte ich nicht so viele Freundinnen im Umfeld, die schon schwanger waren, tatsächlich nur eine. Das heißt, mein ganzer Bekannten- und Freundeskreis konnte mit der Thematik eigentlich gar nichts anfangen. Und trotzdem habe ich im ersten Quartal im Prinzip dann, ohne dass ich Geld in Marketing-Ads spend, sondern nur organisch damals investiert hatte, die 100 Boxen abverkauft. Und dann war schon irgendwie für mich klar, das waren jetzt alles fremde Menschen. Ups, sorry. Das waren alles fremde Menschen, die bei mir bezahlt haben und bei mir bestellt haben, obwohl ich so einen prototypischen Auftritt im Prinzip hatte und das Ganze nur über Instagram promotet hatte, organisch. Und das war für mich eigentlich die absolute Bestätigung dessen, dass ich hier auf der richtigen Spur bin. Und bist du in deinem engeren Umkreis da auch auf Kritik gestoßen? Kritik gar nicht so sehr. Ich hatte immer ganz viele Ideen, hatte ja parallel noch meinen Online-Shop für Secondhand, der halt so wirklich so ganz nebenbei lief und war halt so der kreative Kopf. Das heißt, es war, glaube ich, gerade so für mein engstes Umfeld halt wieder eine klare Idee. Die probiert sich jetzt wieder aus und throwing spaghetti on the wall and seeing what sticks, so nach dem Motto. Und aber eigentlich alles sehr supportive und unterstützend und auch, glaube ich, zum ersten Mal, weil es die erste Idee war, die ich hatte oder das erste unternehmerische, den ersten unternehmerischen Plan in einer Linie, wo es der Gesellschaft auch was bringt und wo es ein bisschen mehr nur Mehrwert hat, als ich suche gerade noch nach einer Einkommensquelle. Und ich glaube, das hat viele sehr schnell überzeugt. Klar haben sich schon viele gefragt, gerade aus meiner Musikindustrie, als ich den Instagram-Kanal dann promotet habe, auch privat so, hey, ich mache hier was Neues, schaut mal rein. Dann kamen natürlich schon so Nachrichten so, du verkaufst jetzt Intimduschen. Aber irgendwie war, glaube ich, dann schon allen ganz schnell klar, dass das eine coole Sache ist und auch sehr wichtig und wertvoll ist, und eigentlich habe ich gar keine Kritik
Kritik so in dem Sinne bekommen, ja. Es wäre wahrscheinlich mal interessant, an so einem Klassentreffen sich vorzustellen, dann so, oder, Clara, was machst du denn? Ja, ich verkaufe jetzt Intimduschen. Genau, so runtergebrochen. Also, ja, ja. Die Gesichter würde ich dann gerne sehen. Und so war es, glaube ich, am Anfang schon. Man weiß ja auch nicht, was hinter verschlossener Tür gesprochen wurde, aber letztendlich waren, also das, was ich erlebt habe, war nur positiv. Ja, ja. Ja. Du meintest jetzt schon, in Deutschland ist das Thema noch gesellschaftlich gar nicht so angekommen. Du hast es in Amerika schon gesehen, bei dem Vorbildunternehmen. Wie bist du denn rangegangen, die Marke My Clarilla aufzubauen? Große Frage. Ich glaube, sehr fly on the go. Also es war wirklich irgendein Logo selber designt, wenn man jetzt mal aus so einer Markenbildungs-Branding-Perspektive spricht. Wirklich am Anfang alles selber designt, dann eine Designstudentin mit im Boot gehabt, die bis heute meine Designerin jetzt auch ist, was total schön ist. Die ist jetzt natürlich auch schon mit Master lange fertig und so, und wir haben uns zusammen evolved quasi und habe dann aber habe sehr stark natürlich auf Aufklärung geachtet. Ich wollte ganz wenig die Produkte promoten, weil es mir darum ging, wie du schon auch gesagt hattest, es hat einen Erklärungswert, es ist erklärungsbedürftig, gerade wenn das Thema, inzwischen ist es in der Gesellschaft, zumindest in meiner Bubble angekommen, und auch große Marken, die sonst nur Stillprodukte gemacht haben, ziehen nach, auch mit ihrem Content, und auch bei allen Einkäufern in den Drogerien und so ist das Thema angekommen. Aber trotzdem ist es immer noch erstaunlich, dass viele nicht mit dem Begriff Wochenbett anfangen können, wo man selbst jeden Tag natürlich in seiner Bubble irgendwie denkt, das ist jetzt allen klar. Und mir war eben klar, ich muss nicht das Produkt promoten, sondern ich muss promoten, was passiert. Ich muss die Pain Points aufzeigen. Ich muss aber vor allem die Lösungen zeigen, die es gibt für die Frauen, aber nicht unbedingt in Form von Produkten. Mir war es immer wichtig, auch aus einer Markenperspektive heraus, keine Brand zu sein, die den ganzen Tag nur salesy unterwegs ist, sondern die im Prinzip sagt, hey, wir geben dir das Wissen an die Hand, wir geben dir die Aufklärung an die Hand, wir sprechen über alles, bei uns gibt es keine Tabus, hier soll sich keine Frau alleine fühlen, keine Mutter, und wenn du damit, wenn das für dich in irgendeiner Form bei dir quasi ankommt und du sagst, da gehe ich mit, und wenn du dann noch unsere Produkte kaufst dazu, umso besser. Aber das war eigentlich immer auch ein sehr organischer Umkehrschluss, dass die Frauen sich supported gefühlt haben und unterstützt haben von der Brand und dann bei uns gekauft haben. Und ich glaube, das zieht sich auch bis heute durch. Also auch sehr von dir, sehr intrinsisch geführt eigentlich. Genau. Habt ihr da so direkte Communities auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen mit irgendwelchen Gruppen? Das heißt ja immer, Facebook-Gruppen funktionieren immer noch ganz gut. Also ja, wir haben das probiert 2020 in der Gründung, im ersten Jahr quasi. Es gibt auch, glaube ich, die Facebook-Gruppe noch, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass uns da die Bude eingerannt wird. Ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen an der Zielgruppe orientiert, weil eine Sache, die ich immer auch meinem Team predige, dass ich sage, My Clarilla ist das Maternity Care Startup für die nächste Generation Moms. Ja, auch jetzt gibt es Moms in den, inklusive mir, in den 30ern und 40ern, und auch für die wollen wir da sein und bei denen kommen wir auch gut an, aber ich will vor allem, weil ich so nah dran bin, auch an Gen Z quasi für die nächste Generation da sein. Und da ist halt eine Facebook-Gruppe nicht so ganz up-to-date. Viele haben gar kein Facebook, das merke ich an meinen Praktikantinnen. aber ansonsten gibt es halt leider, in den USA gibt es ja ganz viele tolle Community-Apps oder auch in einem englischsprachigen Raum generell. Und das ist bei uns, finde ich, noch nicht so richtig angekommen. Von daher findet viel tatsächlich noch auf den normalen sozialen Netzwerken statt, TikTok, Instagram, in den Kommentaren. Wir launchen aber dieses Quartal ein ganz tolles digitales Produkt und da wird es auch eine Community geben, also eine App. Und von daher hoffen wir, dass wir unsere Community dann in unserem eigenen Kanal quasi zusammenbringen können, dass sie sich dort in einem Safe Space austauschen können, wo kein Unsinn an Wissen umherfliegt. Ja. Cool, sehr gut. Was ist denn so eure beste, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, mit der Customer Retention, ja, wahrscheinlich schon auch. Ich meine, eine Mutter kann ja auch nicht nur einmal Mutter werden, sondern auch zweimal Mutter werden. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viel auch ein Mund-zu-Mund-Marketing ist und so ein bisschen Kunden werben Kunden, richtig? Total. Gerade in der Baby-Mama-Sparte, sage ich mal, geht das ganz viel um Empfehlungsmarketing. Also man hat
man kann weit kommen, aber mit, ich sag mal, Facebook-Ads, Instagram-Ads schalten wir auch, Google-Ads und so weiter, kommt man ja nicht dran vorbei im E-Commerce, aber den richtigen Mehrwert, dass die Frauen dir vertrauen und der Marke vertrauen, geht über eine Empfehlung. Und wir merken das jetzt so im dritten Jahr eigentlich erst richtig, dass wir hören, ja, in meinem Geburtsvorbereitungskurs haben alle über Maiclarella gesprochen. Mhm. Das ist natürlich das, wo man hin will als Brand, wo man es vielleicht nicht sofort merkt an der Followerschaft oder an sonstigen anderen Metriken, aber man merkt das Feedback der Kundin direkt, sie kam über wen anders. Und das ist jetzt so nach 2,5, 3 Jahren losgestoßen. Ich glaube ganz stark auch durch DM, durch die Platzierung mit DM, weil man natürlich einen ganz anderen Markenbekanntheitswert dann hat. Aber das merken wir jetzt so im dritten Jahr und das ist das Wertvollste, weil eben die Mamas den Mamas vertrauen und natürlich auch über die Hebammen. Also das sind halt eben die Expertinnen auf dem Gebiet. Mhm. Das sind, glaube ich, auch die Personen, denen die Frauen neben ihrer Gynäkologin, Gynäkologen am meisten vertrauen. Und bei denen quasi gut dazustehen, ist schon auch wertvoll, ja. Ja, da komme ich eh schon zu meiner nächsten Frage. Also baut ihr aktiv so ein Hebammen-Netzwerk auf? Könnt ihr irgendwie mit Frauenärzten kooperieren, Krankenkassen, Krankenhäuser? Das ist ja immer so ein schwieriges Thema in Deutschland, sehr, sehr bürokratisch alles. Mhm. Ich hatte eine andere Gründerin da, die Maxi von Femnahaft, wo auch gesagt hat, mit den Krankenkassen, das war schon ein ewiger Kampf, in Anführungsstrichen, dass wir da endlich auch zusammenarbeiten können. Was ist da so eure auch langfristige Strategie? Also langfristig oder auch mittelfristig ist es für uns wichtig, dass wir dort bekannt sind und dass wir dort auch eine Wertschätzung genießen. Deswegen ist uns auch deren Expertenmeinung sehr wichtig, weil ich glaube, es wäre schon fast arrogant, sich hinzustellen und zu sagen, wir als E-Commerce-Startup räumen jetzt die Geburtshilfe auf. So ist es nicht, sondern wir legen schon auch Wert auf die Qualität der Produkte und nicht nur, lasst uns ein Sortiment haben. Und das Feedback bekommen wir natürlich auch in erster Linie von den Expertinnen, die schon 100 bis 1000 Frauen betreut haben. Und das Thema mit der Krankenkasse und Kliniken und so weiter, das ist super schwer, vom Vertriebsweg her da reinzukommen. Es ist auch, glaube ich, mit viel Ressourcen in Bezug auf Kosten verbunden, viel Zeit, was halt in einem kleinen Team im Startup eben nicht so sehr vorhanden ist. Die Hebammen, da sind wir ganz glücklicherweise jetzt an einem Punkt, wo die auf uns zukommen. Das heißt, wir kriegen eigentlich täglich E-Mails von Hebammen, die von einer Kollegin oder von ihren Schwangeren, weil die fragen natürlich auch, kennst du Maiclarella, wie findest du die Produkte, auf uns aufmerksam geworden sind. Und wir bauen uns jetzt aktuell ein Hebammenprogramm auf. Wir haben schon eine Weile eine Musterbox, wo Hebammen eben sehr vergünstigt bei uns bestellen können, um die Produkte einmal auszuprobieren. Und jetzt bauen wir so langsam Programm auf, wo es auch Verdienstmöglichkeiten gibt im Sinne von einem klassischen Affiliate oder Empfehlungsmarketing. Aber es ist ein langer Weg und ich muss auch sagen, dadurch, dass gerade das Hebammentum eine sehr traditionelle, sehr klassische und sehr, sehr wichtige Position ist in der Geburtshilfe, ist es auch schwierig, ne? Also es gibt wenige Hebammen dadurch, dass es inzwischen ein Studium ist und kein, nicht wie vorher ein klassischer Ausbildungsweg. Mhm. In dem Sinne wird es natürlich auch schwerer gemacht, Hebammen, den Beruf der Hebamme zu erlernen. Und somit ist, glaube ich, der Beruf per se schon einfach zum Teil ein bisschen eine ältere Generation und es kommt nicht so viel nach, wie es nötig wäre für unsere Gesellschaft. Das wird den Hebammen, dem Beruf der Hebammen nicht leicht gemacht, ihn auszuüben auf allen Ebenen. Und das bräuchte es aber ein bisschen. Es bräuchte ein paar neue, junge, frische Hebammen, die den Need verstehen, die auch verstehen, wie sich Produkte, Empfehlungen ändern und auch verstehen, dass die Frauen das Ganze gerne benutzen tatsächlich und es auch zum Teil als Lifesaver betiteln. Aber man kommt natürlich auch rein und rempelt so oder krümpelt so ein bisschen den Markt um, der halt eigentlich seit 30 Jahren funktioniert hat. Mhm. Ob das jetzt wirklich funktioniert hat, dahingestellt, aber es hat halt für die Sparte funktioniert. Ja, ja. Das heißt, da muss an anderer Ecke eigentlich auch noch viel getan werden. Es muss viel getan werden und man muss auch mit harter Kritik umgehen können von Seiten der Hebammen. Die ist auch immer sehr erwünscht bei uns. Ich verstehe auch, warum die oft neuen Produkten kritisch gegenüber sind, weil es gerade im Bereich, wie ich gesagt habe, Mama, Baby, da sitzt der Geldbeutel einfach schon relativ locker und gleichzeitig ist es natürlich als Unternehmen eine Möglichkeit, wenn man eine negative Intention hätte, das Geld den Kunden aus der Tasche zu ziehen. Und davor wollen natürlich die Hebammen und Gynäkologen ihre Frauen, ihre Patientinnen schützen. Und somit wird da natürlich sehr drauf geachtet, wo kommt das Material her, weswegen das bei uns auch direkt klar war, Biobaumwolle, wir produzieren, wo es halt geht in Europa, weil wir wissen, dass die Expertengruppe dahinter auch auf solche Dinge achtet. Und es hat alles immer funktioniert, sagt man irgendwie in allen Bereichen. Es braucht nichts Neues, aber die Frauen sind schon sehr dankbar, dass es jetzt Produkte wie unsere auf dem deutschen Markt auch gibt. Ja. Du hast vorhin schon angesprochen, die großen Marken, die ziehen auch gerade Thema Wochenbett nach.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Konkurrenzprodukte vermeintlich günstiger in der Drogerie stehen. Mhm. Wie geht ihr mit der Konkurrenz um? Also was macht ihr da? Ne? Wie überzeugt ihr die Kundin, mhm. dass sich es doch lohnt, vielleicht ein bisschen teures Produkt von euch zu kaufen? Also wir sind jetzt an einem ganz dankbaren Punkt nach 3 Jahren, dass wir fast schon konkurrenzfähige Preise, also dass wir keinen Preiskrieg in irgendeiner Form fahren müssen oder uns dem beugen müssen, sondern dass wir eigentlich ganz gut mithalten im mittleren Sortiment. Das sind keine Billigprodukte, aber es sind auch keine Luxusgüter in dem Sinne mehr aus meiner Sicht. Und das war auch ganz wichtig, um eine Listung mit DM und Co. zu erzielen, muss man preistechnisch natürlich irgendwo in einem Mainstream-Segment einfach sein, was sich der Großteil der Gesellschaft leisten kann. Wie wir mit Konkurrenz umgehen, inzwischen sehr entspannt, am Anfang natürlich nicht, gerade als First-Time-Founder und mhm. mit so einer passionierten Idee, aber inzwischen sehr, sehr entspannt, weil der Markt ist so groß. Mhm. Jede Marke, die aktuell auf dem Markt unterwegs ist, hat eine sehr klare eigene Linie und es gibt für jede Marke aus meiner Sicht die perfekte Zielgruppe und unsere gibt es auch, die ist groß genug, mit denen können wir sehr gut zurechtkommen mhm. und ich glaube, man spürt es auch einer Marke an, wenn sie sehr konkurrenzfokussiert ist oder einfach sehr darauf fokussiert ist, Qualität und einen Mehrwert zu bieten. Und das ist unser Fokus. Das ist das, was ich immer predige. Guckt nicht links und rechts. Wir machen unser Ding und wir machen das gut. Und wir sprechen mit unseren Kundinnen und das ist unser Qualitätsstandard. Und das, so sind wir gut gefahren und so fahren wir auch weiter. Und ich glaube, was uns abhebt von den großen Konzernen, sage ich mal, ist einfach sehr klassisch im Startup-Bereich, das Authentische und dass mhm. eben eine Person, in dem Fall ich, mit ihrem Gesicht zur Marke steht und dass man eben als Mensch von Menschen kauft und nicht mehr von Marken. Und das ist, glaube ich, spielt gut rein für uns in die Karten. Ja. Mhm, gerade wenn man auch die jüngere Zielgruppe richtig, als so seine ja. Wunschzielgruppe definiert. Voll. Und was uns eben auch sehr stark macht, egal ob da ein großer Konzern, wenn man in einem Konzern ist, hat man zwar vielleicht mehr Geld, aber man hat so viel längere Wege, bis da eine Entscheidung getroffen ist, bis ein Produkt auf dem Markt ist, dauert es manchmal 2 Jahre, weil es durch 100 Abteilungen durch muss. Und bei uns ist es so, wir sind so klein, dann sagt meine Mitarbeiterin zu mir, guck mal, findest du das gut? Wir machen ein bisschen unsere Marktrecherche. Und dann sage ich am nächsten Tag, ja, finde ich gut, machen wir. Und nach 3 Monaten steht es dort, so steht es beim mhm. DM gefühlt, wenn mhm. wir wollen würden. Und das ist natürlich super dankbar für uns als ja. Startup, dass wir da sehr schnell und sehr innovativ nah an der Zielgruppe arbeiten können, ohne administrative Wege. Ja. Ja. Clara, vielleicht magst du uns noch mal so ein bisschen Einblick geben in so ein paar Zahlen im Sinne von, wie groß seid ihr, wie viele Mitarbeiter habt ihr, mhm. was ist, wie viele Kunden habt ihr so pro Monat, wie Pi mal Daumen, wie hoch ist der Warenkorb und so, damit mhm. wir so ein bisschen eine Vorstellung haben. Gerne. Also wir haben jetzt die 7 Figures geknackt, was sehr mhm. schön ist. Genau, das kann ich verraten im letzten Jahr und sind eben aktuell, was Vertriebswege angeht, bei Rossmann, bei DM, mit anderen gerade noch im Gespräch, haben so circa 25.000 bis 30.000 Hosen verkauft und irgendwie 15.000 D2C-Kundinnen, mhm. bestimmt noch viel, viel mehr. Mhm. B2B mhm. wissen wir eben ja nicht genau die Zahlen. Und haben im Prinzip aktuell im Team, sind wir festangestellt, nur zu zweit. Mhm. Dann habe ich Praktikantin, Werkstudentin und ganz viel Freelancer, die ganz toll zum Teil schon seit Anbeginn unterstützen, auch mit viel Stunden im Monat, aber eben auf einer Freelancer-Basis. Teils, weil das klar, als Startup kann man manchmal nicht so schnell hiren, wie man möchte und oft wollen Freelancer auch Freelancer bleiben mhm. und demnach haben wir uns da aber echt gut eingespielt und jetzt sind wir so, ich würde sagen, ein Core-Team von 10 Leuten, die aktiv jede Woche an MyClarella arbeiten und alles, was großartig Kosten und Aufwand verursacht, wie Packen, Fulfillment und Co., habe ich alles ausgelagert. Mhm. Genau. Das Listing bei DM und Rossmann hast du ja schon angesprochen. Ich glaube, ihr seid auch auf Marktplätzen wie Amazon und Otto. Mhm, und jetzt seit dem Monat auch Shop Apotheke, genau, mhm. 24. Cool, sehr gut. Wann würdest du sagen, dass das auch so die auf dem Weg von MyClarella so ein bisschen die größte Herausforderung war, tatsächlich dann mit einem B2B-Partner zu arbeiten? Mhm. Also gerade mit den großen Drogerien ist es auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir hatten mhm. eine kleine Business Angel Round in 2022, aber unter 100.000, also wirklich minimal, im Prinzip eigentlich fast Bridge Money, also gar nicht, im Prinzip nur eine Überbrückung, um irgendwie weitermachen zu können und haben dann daraus resultierend das komplette Jahr 2023 im Prinzip Stress gehabt im Einkauf. Also ja. anders kann man es nicht sagen. Luxusproblem, weil wir hatten natürlich Planwerte mit DM, mit Rossmann und so weiter auch besprochen im Vorfeld und haben ungefähr eingeschätzt, wie viel wir verkaufen werden, auch von den Einkäufern entsprechend abgesegnet und dann kam der Launch und
tollerweise war es viel, viel mehr in viel kürzerer Zeit und die waren sehr gnädig mit uns, weil man hat natürlich da auch Verpflichtungen. Großen Handelspartnern gegenüber muss man eben lieferfähiger sein. Die waren sehr gnädig mit uns, weil sie wussten, dass sie sich auf ein Startup, ein sehr kleines Startup eingelassen haben und wir hatten so schon, glaube ich, den kompletten Sommer haben wir irgendwie gerudert, dass wir die Ware schnell bekommen, dass wir sie zu guten Konditionen bekommen und dass wir einfach lieferfähig sind. Und ich würde sagen, jetzt im Januar, nach quasi fast 9 Monaten mit beiden großen Drogeriemärkten, sind wir eingependelt. Aber es hat gedauert. Ja. Es war ein großer Weg, ja, genau. Ja. Ziehst du da irgendwelche besonderen Learnings draus oder auch allgemein zur ganzen Maiklerella-Story bis jetzt? Was sind so die, was waren die größten, Anführungsstrichen, Fuck-ups, Learnings? Ja. Gibt es wahrscheinlich einige. Es gibt einige, aber tatsächlich sind es echt fast mehr Learnings als Fuck-ups. Wir hatten jetzt gerade Strategietage Anfang des Jahres und haben so im Team auch gemerkt, es ist noch nie was richtig, richtig schief gelaufen. Es ist noch kein Deal geplatzt. Es ist irgendwie, hat alles geklappt, Klopf auf Holz. Und von daher waren es alles Learnings und Weiterentwicklungen. Aber ich glaube, das größte Thema ist die Einkaufsplanung, die Liquiditätsplanung und ein Vorsatz, den ich mir gesetzt hatte dieses Jahr, ist so ein bisschen kalkuliertes Risiko eingehen. Also ich war sehr risikobereit in den letzten 2 Jahren, weil ich wusste, ich muss. Time is the essence in dem Fall und die Konkurrenz schläft nicht und demnach war mir klar, ich muss zu allen Opportunities, die kommen, ja sagen und so ein bisschen unterwegs rauskriegen, aus dem Flugzeug springen und dann schauen, wie ich fliege, so ungefähr. Mhm. Und das ging im Rahmen meiner Möglichkeiten und es ist alles gut gegangen. Es war natürlich schon auch kalkuliert, aber es war, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine schlaflosen Nächte gehabt. Also die gab es schon auch, aber so viel draus gelernt und im Prinzip jetzt in einem sehr guten Fundament, wo ich sagen kann, wir gehen weiterhin das normale Gründerrisiko, was man eingehen muss, gehen wir ein, aber kalkulierter. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Luxus, den man sich irgendwann, dass man sich darauf ein bisschen ausruhen kann. Okay, das heißt 2024 würdest du jetzt für Maiklerella und für dich so ein bisschen einordnen mit, mit mehr Schlaf, weil man muss ja auch sagen, gerade aktuell in der E-Commerce-Branche, aktuell allgemein, die Kaufkraft lässt so ein bisschen nach. Mhm. Es haben ja schon viele Purzeln hier und da Insolvenzen, es haben viele eher Bauchgerummeln. Ja. Wenn du jetzt aber eben nur auf Maiklerella schaust, bist du dieses Jahr 2024 ein bisschen entspannter? Ich bin tatsächlich entspannter. Ich habe das erste Mal das Gefühl, wir haben genug Stock. Nicht zu viel, aber genau so genug, dass wir neue B2B-Partner, mit denen wir in Verhandlungen sind, auch weiter beliefern können, dass wir uns unsere eigenen Kunden beliefern können, dass wir im Team langsam coole Prozesse haben und dass wir uns, wir haben eine gute Stimmung im Team, das ist natürlich auch super viel wert. Es hat eine Weile gedauert, bis wir ein gutes Team gefunden hatten, was so harmonisch funktioniert. Und jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, die Foundation ist wirklich gesetzt und so in Jahr 3 quasi kommen wir jetzt an. Und das ist echt ganz schön, gerade wie du gesagt hast, kriegt man natürlich Bauchweh, wenn man sieht, wie links und rechts viele Gründerinnen, viele Gründer Reels posten, sorry, bitte kauft unseren Bestand, wir können unsere Rechnung nicht mehr bezahlen, auf LinkedIn, überall. Und da bin ich schon auch sehr dankbar, dass wir gerade nicht akut in dieser Situation sind, aber die Branche ist halt einfach gerade, wie sie ist, ne? Sehr unbeständig, ja. Wir spüren es nicht. Kinder werden immer geboren, das ist das Dankbare. Ja. Und der Mehrwert, glaube ich, unserer Produkte oder unserer Marke ist einfach gerade sehr stark. Und das, denke ich, hebt uns so ein bisschen ab, dass wir eben auch keine saisonalen Produkte haben, davon nicht abhängig sind. Und, ja. 2024, du hast schon so ein bisschen angeteasert, gibt es auf jeden Fall eine digitale Erweiterung sozusagen. Und du hast ja auch hier auch noch was mitgebracht. Ja. Neue Produkte, vielleicht wollen wir uns die mal nochmal gemeinsam anschauen, was du da eigentlich alles mitgebracht hast. Und vorab die Frage, wie kam es dazu, dass ihr die Produkte launcht? Ja, wir hatten schon von Anfang an, war mir klar, ich will Kosmetik starten in dem Bereich, also Naturkosmetik, Brustwarzenbalsam, Regenerationsspray in Öl. Aber mir haben einfach die finanziellen Mittel gefehlt, weil ein Kosmetikprodukt ist halt wirklich nicht so super günstig, das in Deutschland produziert auf den Markt zu bringen. Und dementsprechend hat es jetzt wirklich eine Weile gedauert. Wir haben dann oft andere Sachen priorisieren müssen. Wir sind eigentlich seit, ich würde fast sagen, 2 Jahren in der Entwicklung. Zwischendrin haben wir, das waren vielleicht Fuck-ups, die nicht uns verschuldet waren, aber sind uns einfach mitten in der Produktion Lieferanten insolvent gegangen, abgesprungen. Sowas passiert auch. Ne? Es ist finanziell für uns gut gegangen, aber hat uns zeitlich einfach unheimlich zurückgeworfen. Und das ist so ein bisschen der Einstieg, würde ich sagen, in die Long-Term-Vision von Maiklerella, wo wir eben aus dem Bereich Mutterschaft
long term ein bisschen auch ausbrechen werden und in andere Frauengesundheitsthemen mit reingehen. Und ein Bestandteil davon ist eben alles um Bodycare und eben auf einer clean Ebene. Und was ich mitgebracht habe, ist einmal unser Recovery Spray, unser Multibalm und unser Multiöl. Wir haben bei allen drei Produkten darauf geachtet, dass man sie für alle möglichen Bereiche anwenden kann, sowohl für Baby als auch für Mama. Und auch gar nicht mal nur als Mutter im Wochenbett, sondern einfach auch als Frau oder Mensch oder Mann oder wie auch immer danach. Und demnach ist es ein sehr Multiprodukt. Wir haben eine ganze Weile jetzt schon Fremdprodukte in dem Kosmetikbereich im Onlineshop gehabt. Das war das einzige Segment, wo wir eben fremd eingekauft haben und vertrieben haben und haben daraus natürlich auch unsere Learnings ein bisschen gezogen. Und wollten jetzt nie so ein Marketplace werden, aber sind jetzt sehr, sehr stolz, dass wir nach 2 Jahren unsere eigene Linie quasi jetzt auch launchen können, genau. Das heißt, man kann die komplett auf allen Körperstellen, also genau, es ist halt sowieso ein cleanes Produkt, also ich kann ja mal dir hier kurz im Prinzip, wir schreiben auch immer drauf, for everyone, for mom, for baby und es geht im Prinzip immer um Irritationen, Risse, Narbenpflege und gerade bei unserem Spray, das kannst du dir, wenn du möchtest, bei leichter Akne ins Gesicht sprühen oder du kannst es dir auf den Damm sprühen nach der Geburt und die Wunden verheilen schneller, das und das kühlt. Und das soll eben so ein Multi-Use-Produkt sein, damit man gerade, weil wir eben nicht unsere Kunden schnell verlieren wollen und weil wir aber auch nicht nur in so kurzer Zeit viel Geld verdienen wollen, sondern einfach eine lange Bindung auch aufbauen möchten natürlich, wollen wir Produkte liefern, die einen langen Mehrwert haben. Ja. Sind erhältlich ab wann und wo? Sind erhältlich ab spätestens Februar, sind schon auf Lager und werden jetzt gerade noch, wird noch geguckt, wie und wo gelauncht. Genau, und sehr, sehr schön ist, dass wir, wenn der Podcast rauskommt, ungefähr eine Woche später, sind wir in über 600 DM-Filialen mit einem riesengroßen Display. Das heißt, es ist die erste Chance, Maiklarella auch mal offline zu kaufen und sich die Produkte anzugucken und damit irgendwie in physischen Kontakt zu treten. Und da ist auch die komplette Kosmetiklinie drin, neuer Tee ist drin und genau unser neues Kit. Also die damals braune Papierbox hat jetzt ein ganz tolles Upgrade gekriegt. Und genau, ja, Packaging ist auch sehr, sehr schön. Dankeschön, vielen Dank. Spricht auf jeden Fall total vielen an. Dank. Okay. Und wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen so dieses, ne, ihr bezeichnet euch selber als Wellnessunternehmen, auch wieder dieser Langzeit beziehungsweise auch so ein bisschen gesamtheitlicher Blick. Holistischer Blick, genau. Genau. Ich korrigiere mich da manchmal im Sinne von Wellness wird mir oft dann negativ ausgelegt, weil Wochenbett ist halt nicht Wellness, ja, ist klar, ja, ist kein Spa-Treatment. Ja. Aber was immer mir wichtig war, würdevoll und trotzdem schön, mit schönen Produkten. Nicht, man muss selbst nicht schön aussehen in den 6 Wochen. Das ist, man kann auch fertig aussehen und müde aussehen, das ist alles gut, aber man soll sich trotzdem menschlich fühlen und das geht mir halt bei Netzunterhosen und sonstigem eigentlich nicht so. Demnach auch, mit, wie du sagst, mit Packaging. Ich möchte, dass die Frauen sich selbstbewusst und gerne die Produkte ins Bad stellen und sie nicht verstecken, wenn der Besuch kommt. Und dass man einfach das als normalen Teil des Frauseins in seinen Alltag integriert, wie das Shampoo auch. Soll auch alles fürs Wochenbett einfach schön und würdevoll im Bad stehen dürfen. Ja, ich würde das sowieso so interpretieren, nicht Wellness im Sinne von Wochenbett ist eine Wellnesszeit, sondern eher, man checkt sich als Frau die nötige Wellness in Anführungsstrichen und tut sich auch selbst was Gutes. Richtig, weil es ist ja auch oft auch immer so ein bisschen die allgemeine Meinung, naja, du bist jetzt Mama, du wirfst dein ganzes Leben um, nur für das Kind, was ja auch in Ordnung ist. Und das Kind bekommt die ganze Aufmerksamkeit. Ich finde sowieso, dass man ganz oft beim Beschenken von Geburten, dass man dann ganz oft die Mama auch vergisst. Ne? Man beschenkt dann immer was für das Kind, aber eigentlich nichts für die Mama. Genau. Deswegen ist es doch eigentlich auch ein super Anlass. Es ist das perfekte Geschenk und gerade auch das Kit, so wie wir es dann quasi zusammengestellt haben, sieht auch, es ist in so einem schönen lila Karton, ist so ein ähnlicher Vibe wie die Produkte hier und da kriegst du total Lust, das zu verschenken und dann freust du dich auch, wenn du das bekommst, weil oft ist, man würde jetzt keine Unterwäsche einer Frau zur Geburt schenken, aber in dem Kontext macht es irgendwie Sinn und macht sogar Spaß. Und der 10. Babybody, den braucht halt wirklich keiner. Und eine Windeltorte, schön und gut, aber ist dann irgendwie auch durch. Und so war uns das eben wichtig. Und da hast du es genau richtig interpretiert. Einfach Selbstfürsorge, Zeit für sich. Und sich auch vielleicht, sollen die Produkte auch irgendwo dran erinnern, sich die Zeit zu nehmen. Ich muss gleich später nochmal mit meiner Kollegin reden, weil wir am ersten Mittagessen tatsächlich über, ganz unabhängig von dem Podcast, über Babypartys gesprochen. Und da haben wir nämlich auch gesagt, so die 10 Bodies, die man dabei
bemalt und am Ende gar nicht passen. Kann man sich eigentlich schenken? Kann man sich schenken, ja. Da werde ich immer einen ganz guten Tipp geben. Sehr gerne. Clara, bevor wir zum Ende kommen, was steht jetzt noch an? Was sind so, jetzt haben wir sowieso schon für über 2024 gesprochen, aber jetzt mal noch ein bisschen langfristig gedacht. Was habt ihr, was hast du noch vor mit Mike Clarilla? Geht's in Richtung noch mehr Internationalisierung? Mhm. Kriegt man euch international? Man kriegt uns im EU-Raum, aber wir werben noch nicht aktiv für. Mhm. Die Website ist auch noch nicht dafür optimiert oder übersetzt in allen Teilen, aber theoretisch kann man bestellen. Wir hatten auch schon Bestellungen aus Finnland, aus Zypern und so, aber es sind Einzelbestellungen. Vor allem ist erstmal dieses Jahr, glaube ich, Schwerpunkt unserer App, mehr quasi in die Femtech-Richtung mit integriertem Shop. Mhm. Das ist ein super cooles Produkt geworden, was dich wirklich holistisch, ganzheitlich auf allen Ebenen unterstützt, von Wissen über Produkte, über Ernährung und Co. Das wird sehr, sehr spannend und ich glaube, es wird uns als kleines Team viel Fokus abverlangen dieses Jahr, dass wir eben den Femtech-Markt ein bisschen aufräumen im Bereich Mutterschaft und Wochenbett. Und dann geht es aber natürlich darum, okay, wo sind die nächsten Länder? Und wir haben interessante Gespräche auch schon mit EU-Nachbarländern, aber auch mit, ja, natürlich auch mal von weiter weg, weil wenn man irgendwie mal interessant wird, dann wird man gleich für alle interessant. Mhm. Aber wir sind da auch jetzt sehr realistisch mit dem, was wir leisten können und wollen, um uns eben auch nicht zu verkalkulieren in so einer heiklen Phase, wie die Welt eben gerade ist und gehen es alles langsam an. Also erstmal ist, glaube ich, unser Ziel, gerade im deutschsprachigen Raum sind wir immer noch, kratzen wir immer noch an der Oberfläche, es kennt uns immer noch nicht jeder und noch nicht jede. Und das ist natürlich mein Ziel, dass jeder bei Mama werden an Mike Clarilla denkt. Und da haben wir jetzt auch erstmal in Deutschland, glaube ich, noch viel vor und viel zu tun, ja. Okay. Sehr gut. Genau. Clara, wir haben begonnen mit deinem Karriereweg, dass der manchmal so ein bisschen auch nicht geradlinig verlaufen kann. Wir fragen unsere Gäste ja auch immer nach Buch- oder Podcast-Tipps. Ja. Hast du einen auf Lager, wie man da so ein bisschen auch den Weg quasi, naja, nicht in einem ganz geradlinigen Weg gehen kann? Oder ist es ein anderer Tipp? Also Buchtipp hätte ich zum Beispiel, ist auch ein toller TED-Talk seit 14 Jahren, sehr klischee-mäßig, aber es ist einfach sehr berechtigt, Start with Why. Weiß nicht, ob du den kennst, von Simon Sinek. Und das ist im Prinzip auch meine Antwort darauf, dass wenn es nicht geradlinig läuft, ich hatte trotzdem, glaube ich, immer ein klares Why. Mir war immer klar, es soll irgendwie darum gehen, durch eine kreative, ästhetische, ob es Musik ist, ob es Produkt ist, was auch immer, irgendwie andere Menschen zu erreichen, denen was Gutes zu tun, ein gutes Gefühl zu geben und das in einem Kontext zu machen, der doch irgendwie strategisch und unternehmerisch ist. Und das sind eigentlich so die Elemente, die kommen zusammen. So ein bisschen mein Ikigai auch irgendwo. Und ich glaube, Start with Why ist, brauchen gerade ganz viele Brands, weil es gibt so viele Brands und alle sagen, hier, kauft unsere Sachen, aber eigentlich erzählt mir keiner, warum und was macht dich aus, was ist die Mission. Und ich glaube, auch jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die jetzt neu gründet oder die irgendwie jetzt gerade in den Anfängen ist, es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen und sich nochmal über sein Warum Gedanken zu machen. Weil gerade auch, weil der Weg kurvig ist, holprig ist, es oft Momente gibt, wo man vielleicht auch nicht weiter weiß, ist es immer gut, man ist sich im Klaren über sein Warum und warum mache ich das. Auch Stichwort, sich nicht ablenken von der Konkurrenz. Ja. Es kommt alles zurück zu, warum machst du, was du tust. Und dann ist auch so ein bisschen egal, wie du es machst, aber dein Why muss irgendwie klar sein. Ja, und auch ja der Kick-off sozusagen auch, um das Brand-Building richtig zu betreiben. Klar, auf jeden Fall, auch auf so einer Ebene. Ja. Wichtig, ja. Okay. Clara, es hat total viel Spaß gemacht. Wir sind schon eigentlich über der Zeit, aber irgendwie hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger reden können. Wenn du jetzt noch irgendwas loswerden willst, was wir nicht angesprochen haben, ist genau jetzt der Moment. Eigentlich haben wir alles gesagt. Sehr gut. In den DM, kauft unsere Produkte. Ihr dürft im August nochmal in den DM und nochmal kaufen. Es gibt also das Jahr der Filialtestung, von daher supportet uns sehr gerne. Ja. Das bedeutet viel und wir freuen uns drauf. Ja. Sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit, Clara. Danke auch. Ja. Und wir hören uns dann spätestens Ende des Jahres nochmal und ich schaue mal, ob du auch wirklich deine Vorsätze eingehalten hast. Mehr Musik zu machen und mich. Ja. Alles klar. Danke dir vielmals. Bis dann, Clara. Tschüss.